So, jetzt auf der Suche nach 5 Dollar für was Warmes zu essen. Hey, Baby. Ja, willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Du? Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. Und ich finde, das ist der Zeitpunkt, kommst du kurz mal mit mir, indem wir unsere Skills rausholen können. Deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Und dem einfach die Fresse polieren sollten. Das ist meine Meinung. Aber damit ist uns auch nicht geholfen. Wir werden schon unseren Weg finden. Was ist hier los? Ist das hier der Alkoholiker? Nee, was ist denn das für einer? Das ist ein ganz anderer als hier wieder. Gehört ihr dir? Ja, aber heute frieren einem die Finger ab. Habe es gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Auf jeden. Nimm sie ruhig. Auf jeden. Gitarre. Beste Instrument. Na, da fehlt aber noch eine. Beziehungsweise zwei. Sorry, I cut through the bone. Yeah, Rock'n'Roll. Jetzt ist es schon wieder dunkel und wir haben nicht ein Penny am Start hier. Wow. Okay, wir beklauen ihn erstmal. Halbe. Kippe Lampe, komm. Nein. Danke. Wie viel ist denn das? Wir haben genug. Aha. Aha. Los, sehen wir, wie es denn geht. Das machen wir. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Na, 15 Mäuse. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Ich würde sagen, wir werden der Drogenäumel, der Vogel, der hat doch auch eine Klampe. Ja, ich würde sagen, wir bauen eine Band auf. Wir bauen eine Band auf. Oh nein. Jetzt wird Stan überfallen. Ich bin kein Erdbeer.
schon. Willst du das, Ed? Ja, schon dabei, Mann. Und ich denke, das ist für uns die Zeit, jetzt einzugreifen. Guck ab, dann passiert euch nichts. Diese Wichser filmen das auch noch. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. So sieht's aus. So sieht's aus. So, wer ist der Nächste? Bamsen, Alter. Ihr verdammten Wichser. Was ist das denn? Ich hab doch... Alter, den habe ich nicht getroffen. Sonst habe ich alle getroffen. Wie kann das sein? Genau so sieht's aus. Jetzt auf Omme. So ein du Wichser. Das Miststück ist krank. Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab. Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wieder kommen. Okay. Okay, wir haben wenigstens das Essen. Er war also vorher schon einkaufen, bevor diese Penner am Start waren. Okay, Leute, kommt zum Essen. Es ist für uns immer einfach zu sagen, hier, du, ich, wir alle, die hier einfach im Warmen sitzen. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Aber ich bleib dabei. Ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Alter, Schokolade bin ich auf jeden Fall auch komplett dabei. Was ist hier? Fisch? Ist das Fischsuppe oder was? $15 aber auch was anderes kriegen können, oder? Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Ja, nun. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Er hat auf jeden Fall eine fette Stimme, ich bleib dabei. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Ich weiß nicht so ganz, was Lager hier bedeuten soll. Tuesday. Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Der erste Tag in Freiheit. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt.
Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Er ist doch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Du hast auch gleich ein Problem. So, wir stehen jetzt auf. Das wollte ich eigentlich noch nicht. Wir hatten noch, glaube ich, aber noch zwei, drei andere Sachen, die wir auswählen konnten. Jetzt können wir ihm erstmal helfen, das ist gut. Hier können wir heilen. Schmerz ist weg. Wie hast du das geschafft? Tja, nun könnte man uns vielleicht glauben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, wir gucken nochmal, ob wir... Ich kann Aiden gar nicht rufen. Ich kann Aiden gar nicht rufen, aber wir können mit Stan sprechen. Was machst du? Vertrau mir. Jetzt will er... will Jody in seine Vergangenheit reinschauen, wenn ich das richtig erkenne. Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh, mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Das ist schon ziemlich krass. Verdammtes Wunder. Jody? Danke. Also ich habe so das Gefühl, dass... dass ein Stan in dieser Geschichte ganz schön weit verfolgen wird oder begleiten wird. Ich meine, er hat uns das Leben gerettet. Wir haben ihn gerettet. Das... scheint so eine Art Verbindung zu geben. Und nun? Will das Baby ein bisschen zu früh kommen, oder? Hat sie nicht gesagt, einen Monat? Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt!
Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Oh. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Oh. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Oh, mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Ja, wir machen das schon. Halt durch, halt durch, halt durch. Halt durch, ganz ruhig, ganz ruhig. Und halt was ein. Hey, hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Ich meine, warum sind wir denn, wenn das verlassen ist und das alles so easy ist, warum sind wir nicht generell Jody, schon da? Jody, komm schon! Ja, ja, ja. Also entweder ich habe bei diesem Spiel die Lauftaste noch nicht gefunden oder es gibt einfach keine. Ich habe schon über Minecraft versucht mit zweimal nach vorne. Ich habe schon über Battlefront versucht. Tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Aber uns fällt was ein, komm! Ja, wo soll's denn jetzt sonst geboren werden? Stan, also da müssen wir mal, realistisch bleiben hier. Da drin ist alles, was wir brauchen. Ja. Wir müssen nur rein. Sie da jetzt einbrechen, oder was? Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Ha? Okay. Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Brechen wir jetzt mit einem die Bude auf, oder was? Okay. Es sieht in der Tat so aus. Jetzt sind wir mit einem. Was können wir hier machen? Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Achso, ja, das ist kein Schalter. Das ist das. Hier, das sieht nach einem Schalter aus. Sieht nach einem Schalter aus. Das sieht nach einer Tür auf. Kommt rein, liebe Leute. Warte noch nicht. Kurz. Haben wir noch was vergessen? Ja, ich würde gerne mal gucken, ob es hier irgendwelche Überwachungskameras gibt. Denn darauf sind wir schon mal reingefallen. Hier oben zum Beispiel ist das... Ne, das ist einfach nur... Einfach nur ein Schatten. Ich weiß nicht, was können wir hier machen. Das macht keinen Sinn. Das ist so ein Pizza-Eumel. Das macht auch keinen großen Sinn. Hier gibt es... Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo Überwachungskameras sind. Ich meine, wir sind hier auch in einem Überwachungsstab. Stab. Ja, du bist auch so ein Stab. In einem Überwachungsstaat. Aber so wie es aussieht. Da ist sie. Ich sag es doch, liebe Leute. Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Ärger. Absolut. Mal gut, dass wir verdammt, das jetzt noch wie hast du das denn gemacht? Ja, wir sind halt Boss. Erklär ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Ich habe so viel, ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Okay, das ging schnell, dass die jetzt alle im Gebäude sind. Wir haben in der Zeit nur geschafft, hier eine Tüte zu organisieren. Mit was auch immer. Müssen wir hier irgendwas mit Aiden eigentlich machen? Also ich bin da echt vorsichtig geworden, liebe Leute, weil
Was wir hier schon alles verpasst haben, also am Ende des Kapitels sehen wir ja immer, was wir geschafft haben und was wir nicht geschafft haben. Hier muss ich jetzt rein. Deswegen gucke ich immer gerne mal, ob wir hier irgendwas machen können, irgendwas sehen können, irgendwas tun können. Nicht, dass es nachher wieder heißt. Das haben wir verpasst, das haben wir verpasst. So, wo geht's lang? Ist er nach oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das sieht ganz danach aus, dass wir hier richtig sind. Noch einen nach oben? Nein. Bin mir immer nicht sicher. Gucken wir mal. Wir können nicht gucken. Wir können gar nicht gucken? Okay. Sind wir hier richtig? Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Du bist Arzt, oder was? Und zwar alle, außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Tja, was nu? Du kannst nichts tun, Aiden. Nee, tatsächlich. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Also, ich weiß nicht, müssen wir jetzt hier tatsächlich dabei sein? Was müssen wir jetzt machen hier überhaupt? Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Ja. Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Komm schon. Pressen! Pressen! Ja, es ist fast da. Okay. Ja. Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Tja. Sie ist da, Tuesday. Und da soll einer sagen, ich wäre noch nie bei einer Geburt gewesen. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du.
Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ja. Ich hole jetzt die andere. Ja. Nichts hält uns auf. Pinky und der Brain, oder? Wow. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Ja, genau. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Mega Musik. Hat sich wieder einer Gedanken gemacht. Muss ich aber sagen. Aber ich denke, jetzt reicht's auch. Wir könnten mal wieder ein bisschen Action vertragen. Meiner Meinung nach.